unberechenbare Gefahr von oben. Die Augen der Armee. Drohnen bestimmen den Krieg und Kampf in der Ukraine. Das Geräusch wollt ihr nicht hören, wenn ihr, egal auf ukrainischer oder russischer Seite, in den Stellungen seid, weil das heißt sehr wahrscheinlich, dass diese Drohne versucht, euch zu töten. Beide Seiten machen sich gegenseitig damit das Leben zur Hölle. Heute haben wir von Crysis die Chance, uns genauer anzusehen, wie eine Drohneneinheit arbeitet. Weil es riskant ist und die Einheit sich versteckt hält, sind wir embedded mit der ukrainischen Armee unterwegs. Drohnen können dem Feind viel näher kommen und ihn oft haargenau beobachten und werden manchmal selbst als Waffe benutzt. Які стараються знайти позицію хлопців, звідки вони вилітають. І для ворога, для росіян, саме ці хлопці, ті, що літають на дронах, вони дуже солодка ціль. От, і вони ніколи не жаліють снарядів, щоб їх знищити. But all gonna be all right. Für den Feind sind Drohneneinheiten, die zur Aufklärung fliegen, ein besonders wichtiges Ziel. Deswegen halten wir kurz an, um uns Westen und Schutzkleidung anzuziehen. Hier beginnt die Zone, in der es regelmäßig Beschuss gibt und wir auf alles vorbereitet sein müssen. Auch unseren Mietwagen müssen wir tarnen. Da. Mit dem Militärjeep fahren wir weiter zur Stellung der ersten Drohneneinheit. Wir sind live dabei, wie eine Drohneneinheit versucht, den Gegner entlang der Frontlinie zu finden, ohne selbst gesehen zu werden. Als wir ankommen, ist die Drohne schon in der Luft und sucht die Position der russischen Truppen. Der Pilot will sie landen lassen. Sein Kollege muss die Drohne aus dem offenen Feld holen. Das ist einer der gefährlichsten Momente für die Soldaten der Drohneneinheit. Jedes Mal für Start und Landung müssen sie dieses Risiko auf sich nehmen. Літають, а вони, коли ми починаємо висоту скидувати, наприклад, вони можуть засікти і провести її. Зараз ми скидаємо те, що нафоткали, міняємо батарейку і летимо знову. Die Startmechanik ist hier improvisiert. Um die Drohne zu steuern, sitzt der Pilot in einem Van mitten im Wald. Auch wenn das alles improvisiert wirkt, ist die Arbeit der Soldaten sehr wichtig. Denn ohne sie wüsste die Artillerie nicht so genau, wohin sie schießen sollte. Не всієї. Правильні відчуття. Так має бути. Без цього ніяк, і хтось має це робити. І приємно бути тим, хто дає точні. Скажімо так, дані стосовно підерської артилерії і всього іншого, щоб змогли їх уразити вже напевно. Ми от зараз, коли прилетіли, ми скинули інформацію на той ноутбук. От, і зазвичай ми, коли прилетіли, одразу робимо дешифрування. Переглядаємо всі фотки, знаходимо техніку, подаємо її з координатами. Зараз у нас багато роботи, тому ми просто скинули, флешку поставили назад і потім будемо вже все дешифрувати. Der Pilot fliegt meist mit der Drohne dorthin, wo die Artillerie gerade eben hingeschossen hat. Er will damit überprüfen, ob ihnen ein Treffer gelungen ist. How does it feel when you get the information that some Russians were killed because of your work? Okay, the next one. Нормально. Давай. Їх ще дуже багато. Ну, гармату савушку палити, там це звична справа. Треба щось нормальне. Там ПВО якесь серйозне, РЕП оцей самий. Es geht hier um Menschenleben. Es gibt nicht nur Drohneneinheiten zur Aufklärung, sondern auch die, die direkt angreifen. Zunächst können wir mit dem Kommandeur sprechen. Das hier ist seine Einheit. Hier an der Basis trainieren die ukrainischen Soldaten mit ihren Drohnen. Die harten Entscheidungen um Leben und Tod, die er hier jeden Tag treffen muss, lassen ihn nicht unberührt zurück. Хорошо, ты себя не чувствуешь никогда. Потому что
Ты понимаешь, куда ты их отправляешь? И отправляешь их собственными руками. Я же сам тоже выезжаю, я знаю, что это такое. Не то, что там смотрю там по сторонам, что происходит. Вот. Куда они едут, тем более здесь большинство, ну, младше моего сына. Это дети. И вот как отправлять детей? А сколько их уже погибло? Это вообще... Это очень тяжело. Als nächstes zeigt uns der Kommandeur das Kommandozentrum. Von hier aus sind sie mit ihren Einheiten direkt an der Hauptkampflinie über das Internet verbunden. Und dann sind wir direkt dabei, als eine Granate abgeworfen wird. Ничего, не попали, потому что очень большой ветер, и он в разные стороны летает сейчас. Ну, такое часто бывает. Gerade wurde versucht, Menschen mit dieser Granate zu treffen und potenziell zu töten. Das ist immer ein merkwürdiges Gefühl für uns, das direkt mitzuerleben. Mein Kollege Fabian hat die Chance, ein Training mit selbstgebauten Kamikaze-Drohnen zu besuchen. Das, was gerade um mich rumfliegt, ist eine FPV-Drohne der ukrainischen Armee und das Geräusch wollt ihr nicht hören, wenn ihr, egal auf ukrainischer oder russischer Seite, in den Stellungen seid, weil das heißt sehr wahrscheinlich, dass diese Drohne sucht, euch sucht und dann versucht, euch damit zu töten. Die Soldaten hier trainieren das Umfliegen von Bäumen und steuern die Drohnen durch Hindernisse. So üben sie den zielgerechten Beschuss auf ihren Gegner. Etwa 10 Stück verbraucht jedes Team pro Woche. Einige werden bei Kamikaze-Angriffen zerstört, andere gehen durch feindliche Abwehr verloren. Die Soldaten möchten, dass sie ihre Gesichter nicht zeigen. Sie haben Angst, dass der Gegner sonst gezielt gegen sie vorgehen könnte. Цей дрон використовується в якості камікадзе. Ми споряджаємо сюди два боєприпаси. Коли дрон попадає до цілі, робляться накол по боєприпасу, відбувається вибух. Яким чином? Den Soldaten hier ist sehr bewusst, dass sie mit ihren Drohnen mit einer Fingerbewegung Menschen verletzen oder gar töten könnten. Und genauso schnell auch ihr eigenes Leben genommen werden könnte. Zurück an der Basis zeigt uns die Soldatin Fly, wie sie ihre Drohne steuert. Fly ist ihr Rufname in der Einheit. Floristika займалась. Це особисте рішення, це особиста позиція. Auch wenn es nicht so aussieht, übt die Einheit hier täglich mit einer Kriegswaffe, um Menschen zu töten. Wie alle anderen hier hat sie eine Menge aufgegeben, um als Soldatin in den Krieg zu ziehen. Завжди буде відчуватися по-іншому. Але в мене є діти і вдома я ні, але вона дуже писається тим і вона каже: "Моя мама воїн". То звісно, сумує. Дуже сумує. Ну, я командирую, поэтому у нас принято так, чтобы, ну, вот это все в себе ломать и понимать, что нам надо выполнение боевой задачи здесь. Вот эти сентименты иногда надо отводить в сторону. Все равно тяжело. Потом не хотелось, ты смотришь, это каждый человек. У них разный взгляд. Не все разные абсолютно. Вот, и ты, ну, вот видишь. Действительно больно. Ну, реально больно. Drohnen haben die Kriegsführung grundlegend verändert und komplett neue militärische Strategien eröffnet. Und die unberechenbare Gefahr von oben ist ein ständiger Begleiter für die Soldaten der Drohneneinheit.